Hallo ihr Lieben, es ist echt schon wieder eine Weile her, dass ich mein letztes Video gepostet habe. Das lag unter anderem daran, dass ich auch wie viele andere im Sommer im Urlaub war und dann einfach gedacht habe, ich mache mal gar nichts und das hat auch echt gut getan. Und nach dem Urlaub war ich dann wieder direkt 10 Tage nonstop unterwegs, fast wie früher, wie vor Corona. Und auch das war ich nicht mehr so ganz gewöhnt, also wirklich so 10 Tage am Stück Projekte zu haben, war super, aber danach habe ich auch erstmal wieder ein Päuschen gebraucht. So, und dann ist mir natürlich aufgefallen, es wird Zeit für einen neuen Videoimpuls und auch eine Zeit für einen neuen Newsletter. Und gerne in meinem Newsletter habe ich eben auch gerne Verlinkungen zu meinen Videos. Und deswegen habe ich gedacht, ich kombiniere das beides und deswegen gibt es jetzt ein neues Video. Was ist meine Botschaft? Was ist mir wichtig mitzugeben? Das ist zum einen das Thema, was für Jobs habe ich in meinem Leben? Also es geht natürlich jetzt um euch als Selbstständige da draußen. Ich bin ja eben auch seit über 12 Jahren selbstständig. Und ich hatte 2 Projekte, wo ich wirklich wieder gemerkt habe, es ist so wichtig, dass wir mit den richtigen Menschen arbeiten, herzconnected sind mit den Menschen, mit den Projekten. Und für mich in dem Fall als Moderatorin geht es auch wirklich um die Inhalte, um die Themen. Es ist nicht einfach nur ein Job, den ich da mache. Es ist so viel mehr. Und das habe ich auch mit diesen 2 Kunden wirklich als Projekt erfahren und das möchte ich gerne mit euch teilen. Also ich weiß nicht, ob ihr da draußen selbstständig seid oder angestellt. Wenn man selbstständig ist, kann man es eben mehr steuern und manchmal tut man es vielleicht trotzdem nicht. Aber das ist einfach ein ganz, ganz wichtiger Impuls. Also das eine Projekt war eine Moderation einer Sommerveranstaltung im Schloss Montabaur. Wirklich eine grandiose Veranstaltung und bei der Begrüßungsrede des Kunden habe ich einfach gemerkt, der lebt für das, was er tut und darüber hinaus ist ihm ganz, ganz wichtig, dass er auch karitative Dinge tut. In dem Fall ein Projekt in Windhoek in Namibia, eine Schule, wo 90 Kinder zukünftig lernen dürfen und wachsen dürfen und dann durch das Lernen eben auch in ihrer Selbstständigkeit, in ihr Leben starten können. Und ich habe gemerkt, als er darüber gesprochen hat, ich stand neben ihm auf der Bühne, ein bisschen mit Abstand, um ihm diese Bühne auch zu geben. Ich habe wirklich Gänsehaut bekommen, weil ich spüren konnte, was dieses Projekt für ihn bedeutet. Geben zu dürfen, schenken zu dürfen, dafür zu sorgen, dass es anderen besser geht. Das ist wirklich, wirklich ganz, ganz groß. Und da habe ich auch wirklich gemerkt, das ist nicht nur etwas, was er auf der Bühne sagt, sondern das ist etwas, was er für sich und seine Mitarbeiter lebt. Und ich war so dankbar, dass ich an diesem Tag ein Teil davon sein durfte, weil ich diesen Spirit gespürt habe, weil ich diese Energie gespürt habe. Und das geht nur mit Liebe und Commitment. Und die andere Geschichte, die ich moderiert habe, war am Sonntag in der gleichen Woche eine Videomoderation von einem Projekt, was demnächst auch online geht. Und da werdet ihr auf jeden Fall noch mehr sehen und hören dazu. Es war eine Teleprompter-Moderation im Studio mit, wie gesagt, vorgegebenen Texten. Und ich habe wirklich von vornherein, also schon als ich das Castinggespräch hatte, mit dem Kunden gespürt, da will ich mehr von. Ich kann noch nicht so viel verraten, weil es noch nicht online ist. Es geht jetzt irgendwann im Herbst los. Aber ich habe gespürt, dass ich so connected bin mit dem Thema, weil es mich so, so sehr berührt. Und ich hatte so große Lust auf diesen Studiotag. Und was ich im Studio dann gespürt habe, war auch wieder dieses totale Commitment vom ganzen Team an diesem Projekt. Und ich habe gespürt, dass ich mehr mache als nur Teleprompter lesen, dass ich mehr mache als nur moderieren. Und das ist auch das, was mir der Kunde dann am Ende gespiegelt hat, als wir abgedreht waren. Er hat dann gesagt, Margit, kannst du den letzten Part einfach nochmal sprechen? Das ist das Letzte, was der Kunde oder die Kundin von dir sieht und hört, wenn sie auf der Website sind. Das war super, wie du das gemacht hast. Mach es einfach nochmal für mich, für mein Herz und meine Seele. Und dann habe ich einfach die letzten Sätze nochmal so gesprochen. Und ja, wir haben danach auch noch Zeit gehabt, uns auszutauschen. Und er meinte dann, weißt du, Margit, wir arbeiten seit Monaten an diesem Projekt. Und seit Wochen sind wir am Feilen der Texte. Und du hast das einfach jetzt so mit Leben gefüllt. Und ich habe das wirklich auch so gemacht. Ich habe gespürt während dem Sprechen, dass ich nicht einfach nur die Texte spreche, sondern dass ich meine ganze Seele da reinlege. Und darum geht's, dass wir Projekte, die wir haben, wirklich mit allem füllen, was wir haben. Mit Liebe, mit Commitment, mit Begeisterung, mit uns, mit unserem Wesen und unserer Seele. Und dann wird es lebendig und dann wird was Besonderes draus. Und deswegen ist es so mein Appell an euch da draußen, ob ihr angestellt seid oder selbstständig. Schaut, wie ihr diese Projekte angeht. Schaut für euch, bin ich total committed? Bin ich komplett in diesem Projekt? Gehe ich da mit allem rein, was ich habe? Bin ich begeistert? Bin ich voller Liebe? Bin ich voller Achtsamkeit?
Oder es ist einfach nur ein Abhaken. Und das gilt für jeden Job. Ich habe hier auch in Königstein im Rewe, wenn ich da abends unterwegs bin, ist da eine Mitarbeiterin, die so Regale füllt und wahrscheinlich als Aushilfe da arbeitet. Und die ist so zauberhaft und so herzlich. Und wir reden immer so ein paar Worte miteinander, wo ich echt denke, es ist wirklich egal, welchen Job ihr macht. Wenn ihr das, was ihr tut, mit Liebe, Begeisterung und Commitment und Leidenschaft tut, dann werdet ihr auch eine Response kriegen, dann kriegt ihr Reaktionen, dann seid ihr auch darüber hinaus mit den Menschen verbunden. Und das wünsche ich uns allen und euch da draußen auch, dass ihr mit Projekten genauso umgeht, dass ihr die mit Liebe und Leben und euch selber füllt. Ihr könnt mir gerne unter das Video auch posten, ob ihr das schon tut oder ob es euch geholfen hat, und gerne auch Wünsche für die nächsten Videos, weil mir natürlich auch wichtig ist, dass ich etwas erzähle und euch mitnehme auf meiner Reise in meinem Leben, aber eben auch mit Impulsen für euch, dass es euch hilft, euer Leben noch leichter, noch strahlender, noch schöner zu gestalten. Ich wünsche euch beim Ausprobieren und beim Reinfühlen und beim Umsetzen auf jeden Fall ganz, ganz viel Freude, und dann kommt auch der Erfolg. Alles Liebe von Herzen, eure Margit.